Und endlich geht es weiter, hier bei Mario Kart 8 Online. Ja, nach einer längeren Pause, schon etwa, wo kann man sagen, etwa 2-3 Wochen war, nee, müsste bald länger her sein. Mal gucken, jetzt der Part war etwa am 11. September, war also auch schon über 3 Wochen. Ach du Scheimkleister. Tja, was ist passiert denn so? Ziemlich viel Stress, arbeitsbedingt, vor allem auch gesundheitlich, hat es mich da ein paar Tage ein bisschen übel hingehauen und so. Naja, wie dem auch sei, natürlich mal abgesehen von Online-Parts kaum was gemerkt, weil die anderen Let's Plays natürlich soweit immer gut auf Lager, immer schön aufgenommen und höllisch sehr gut. Ja, oh, ei, was war das gerade? Nichts Gutes auf alle Fälle. La 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 la, ja, mittlerweile sind auch richtige Profis unterwegs. Ja, die Online-Parts nehme ich in der Regel immer ziemlich frisch auf und so, weil will ich auch mehr mit euch unternehmen will und deswegen auch ziemlich frisch ouch, reagieren möchte, auf alles Aktuelle halt vor allem. Ja, wie dem auch sei. Jetzt willkommen zurück zum, wie gesagt, 15. Part bereits. Das ist ja eine schöne Anzahl von Parts, eigentlich so viel, wie es sein könnte, aber sei es drum. Tja, 15. Part von Mario Kart 8 Online und fürs Erste, anders gerade, fürs Erste auch der Letzte. Oh mein Gott, was heißt das schon wieder? Ja. Autsch, da hast du direkt auf den Rest bekommen für die lange Pause, dankeschön. Du hast bitte schön in Ruhe, ja. Immer Kugelwilli. Es geht darum, dass, ja... Ich will Mario Kart 8 ein bisschen pausieren. Wieso? Oh, das ist eine gute Frage. Einerseits aus Zeitgründen, weil ja, momentan läuft gerade noch Naruto Shippuden, Ultimate Storm Evolution. Natürlich der ganz altgebackene, ja, man kann sagen, ja toll, den Blitz, den Stern an, ganz toll gemacht, Michael. Wow, der ganze alte, was sag ich dem jetzt? Altgesockene, fällt mir gar nicht mehr, das Wort dann so knapp. Kandidat, dankeschön. Der altgesungene Kandidat namens Dragon Ball Legend Plus 2, der gibt es ja auch noch. Ja, wenn es schon länger nichts mehr davon gab. Und was ja auch bald kommt, Super Smash Bros. Hilfe für ein 3-Ouch DS. Das passt ja auch in die Faust aufs Auge. Genau, für ein 3DS Super Smash Bros. Weil ich das ja auch online zocken möchte, das ist halt der eine Grund. Hätte ich ja 4 Let's Plays online-mäßig bereits im Laufen, das ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Vor allem, weil das Ganze noch hobbymäßig betreiben und so, nicht professionell als YouTuber. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch mein Interesse her, weil ganz ehrlich, klar ist cool ab und zu mit Mario Kart 8 ein bisschen zu zocken und zu driven gegen die ganze Welt. Das ist schon cool, aber momentan eher ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig geworden, oder? Ein bisschen eingelaufen und so, ein bisschen, ja, man kann es machen, aber nichts Besonderes mehr. Deswegen eine kleine Pause, ziemlich mal sicher, bis zum DLCs, weil mit den DLCs wird sowieso lustiger. Einerseits geht dann auch das Offline-Display weiter, wenn es 9 Cups es ergibt, also 8 Strecken, 2 neue Cups. Komm schon! Ah, Mann! Also die alle noch überholt, wäre sicher Zweiter gewesen. Ja, vermutlich schon. Oh Mann, ey. Mein Mii heult, ja, ich auch. Ja, mit dem auch sei, deswegen direkt eine Pause bis dorthin, bis etwa November, oder müsste glaube ich irgendwie das DLC-Pack erscheinen da, mit Linkasar unter anderem und so, wird sich noch online-mäßig auch cool werden, wie gesagt, offscreen oder offline wohl eher. Können wir dann auch ein bisschen zocken noch. Also später auch mal ein paar Parts machen, zum gucken, wie denn so der Hyrule Cup und so weiter und so fort alles aussehen möge. Was mich gerade noch interessiert, fällt mir gerade erst jetzt auf, mal angenommen, es gibt Benutzer, wird es sicher geben, die DLCs nicht, die DLCs nicht kaufen. So, weil das DLC im November ist ja zum Kauf ergeben. Du musst dafür bezahlen, damit du es bekommst. So, diesen DLC sind unter anderem 3 Charaktere, war? Oder 4 Fahrer? Weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle 8 Strecken. 8 Strecken und dann halt dementsprechend auch 2 Cups. Weil ein Cup hat jeweils 4 Strecken. So. Was passiert jetzt online, wenn es ein Fahrer und anderen treffen? Die, sagen wir uns mal, wir haben jetzt da etwa, wie viel gibt es insgesamt? 12 Fahrer, aber gut, sagen wir uns mal, 9 Stück davon haben das DLC gekauft, die anderen 9 Strecken, die anderen 3 haben sie nicht. So, es ist natürlich so, wenn du da halt online unterwegs bist, ja, die einen können von mir die Strecke irgendwie auswählen, die anderen aber nicht. Weil, ja, sie haben sie nicht gekauft. Das ist ja die Frage, okay, was passiert, wenn die Strecke ausgewählt wird? Können trotzdem alle 12 auf der Strecke fahren, oder kommen die Strecke gar nicht zur Auswahl, weil 3 Stück davon sie gar nicht haben, dann kommen die dann halt auf gratis in den Genuss davon, weil es dann einfach online ist und das dann nichts mit, nichts mit dem Offline so zu tun hat? Schwierige Frage, ich meine,
wenn es Nintendo klug macht, dann entweder so, dass die Strecken halt nicht zur Verfügung stehen, wenn halt mindestens einer davon das DLC nicht gekauft hat. Weil würde es natürlich auch keine Benachteiligung davon geben. Die andere Variante, wenn es noch klüger macht, wäre natürlich der Idealfall. Dankeschön, Herr Panzer. Ja, Idealfall wäre natürlich, wäre jetzt ein bisschen Füße diejenigen, die es gekauft haben, aber egal. Idealfall wäre halt dann, damit es keine Probleme gibt, dass halt DLCs oder die Strecken halt online für alle zur Verfügung stehen. Weil wie willst du das kontrollieren, dass es halt bestimmte Fahrer online gibt in der Gruppe? Ich meine, es werden immer unterschiedlich zugeordnet, oder? Kannst du nicht irgendwie sagen, ja, jetzt machen wir eine Gruppe mit DLC-Strecken, eine ohne DLC-Strecke. Geht irgendwie nicht, dann machst du immer ein bisschen unterschiedlich, also sprich bei Zufall immer. Dann die wir eigentlich immer zusammen und dann kannst du nicht irgendwie sagen, ja gut, aua, tut es einmal weh, tut es nicht weh. Nee, kann sich sagen, ja, bei denen sagen wir jetzt mal ja mit Strecken, bei denen ohne Strecken. Wäre ein bisschen doof, oder? Von dem, wie gesagt, also irgendwie muss es doch möglich sein, dass. Wobei. Wie gesagt, einfacher wäre es natürlich, wenn du einfach sagst, gut, die Strecken gibt es jetzt bei DLC, schalt sie einfach frei, Punkt, fertig aus, hier sind sie. Aber ja, was ist halt, wenn diejenigen dann halt. Teilmenge davon, die dann halt mitfahren, diese Strecke kann ich gekauft haben, das DLC. Was mit denen? Können das auch irgendwie mitfahren? Oder gibt es wie jetzt hier, bei der Auswahl? Natürlich kann ich sagen, gut, bei den ausgewählten Strecken meinen ersten drei, oder? Du kannst jeweils drei auswählen, der vierte ist ja per Zufall. Bei den ersten drei sagst du einfach, ja gut, die DLC-Strecken kommen da gar nicht vor, und beim vierten. Ja, was machst du dort? Nimmst du einfach aus dem Auswahlmenü raus, oder sagst du dir, ja, mal gucken, je nachdem natürlich. Wer das Ganze gekauft hat, der hat auch Zugriff darauf. Bin mal schon gespannt, wie das Nintendo das machen wird. Das wird sich noch interessant werden. Nun gut, drittes Rennen bereits. Ja, das war jetzt ein ziemlich spontanes Thema. Was kann man sonst so sagen? Eigentlich nicht viel, wa? Mario Kart ist einfach. Was ist einfach Mario Kart? Man kann nicht viel dazu sagen. Was natürlich Grundunterschied noch ist zum Vorgänger, sprich zum DS-Teil, zum. Mario Kart 7 Teil. Autsch, tut mir weh, aber das Gefühl, aber das ist ein anderes Thema. Ja, was kann man sonst so sagen? Ist halt bezüglich dem Online-Modus, also nicht online, sondern natürlich dem Kampfmodus, Schlachtenmodus, Arena-Modus, wie auch immer. Sind den hoffentlich noch ein Upgrade spendiert. Vor allem so, wie es an Mario Kart 7 noch war, oder auch im DS-Teil, oder auch bei der Wii war es eigentlich auch cool. Aber hier, Mario Kart 8, ist einfach. Nee, nicht zu gebrauchen. Von dem her, wie gesagt, hoffen wir, dass das Ganze noch ein Update bekommt und dass wir nicht mehr allzu lange da warten müssen. Vor allem, dass es gratis wäre, wa? Wäre natürlich für die Fangemeinde schon noch sinnvoll. Also, du kannst dich da einfach irgendwie in Modus, den es früher mal Kartteilen gab und gut funktioniert, dann einfach irgendwie abbauen und sagen, ja, wir versuchen was anderes und so, klappt dann schon. Dann bekommst du Feedback zurück, die Fans wollen das doch nicht, scheiße, wenn sie wieder das alte bringen und dann, ja. Bringst du einfach DLC und sagst, ja komm, wir müssen trotzdem dafür bezahlen. Das wäre ein bisschen assi, ganz ehrlich. Naja, Nintendo macht das schon, bis jetzt sind sie gar nicht mal so schlecht darin. Bei Mario Kart 8 DLCs, können sie für das, was sie eigentlich anbieten, können sie noch gute Bonus-Features und so bringen. Preis her stimmt auch, also wenn damit dann DLCs anbietet oder vor allem Spielenvergleich, die es so gibt auf dem Markt. Hätte Nintendo auch durchaus schlechter machen können, ganz ehrlich. Eigentlich auch was Hyrule Warriors betrifft. Auch dort macht Nintendo gar nicht mal so schlecht. Du kannst mehrere DLCs gemeinsam kaufen, ist ein bisschen günstiger, du kriegst sogar noch in die Bonus-Kostüme dazu. Oder halt hier bei Mario Kart sind es eher andere Farben. Hallo? Hier oben triffst du mich nicht. Haha, du Penner! Was überhaupt? Missgleitet Ehren! Scheiß Boomerang! Jo, und hier das zweite Ziel. Geht doch! Einer, geh noch! Jo, also wie gesagt, DLC ist sowieso immer so ein langweiliges, nein, nicht langweiliges, sondern eher ein langwieriges Thema. Du kannst sehen, wie es will. Einerseits die Option halt, nachträglich noch weitere Einzelteile, wie jetzt in diesem Fall halt Kartteile, Fahrer oder halt Strecken und so einzubauen, ist schon cool, muss man sagen. Andererseits kommt natürlich immer auf den Umfang drauf an, auf den Preis, etc. Naja, wie dem auch sei.
Nun gut, was gibt es sonst zu sagen zu Mario Kart 8 Online? Eigentlich nicht sehr viel, war das bereits alles ein bisschen erwähnt. Was ich noch ein bisschen erwähnen möchte, ist generell halt noch, weil ich habe jetzt gesagt, ja, länger Pausen so, es ist nämlich nicht nur Mario Kart 8 gewesen, generell waren die ganzen Online-Blogs und so, seit eigentlich 2 Wochen nichts mehr, was? Letzte Woche war nichts mehr, diese Woche sollte es wieder besser werden, Mario Kart 8 manchmal einen Anfang, aber auch Naruto, Ultimate Ninja Storm Revolution und natürlich auch Dragon Ball Z 2 soll wieder zurückkommen und dann auch schon bald natürlich Super Smash Bros. Für den 3DS. Natürlich hoffentlich auch schon bald für die Wii U, wenn es mal rauskommt. Was ich dir eigentlich noch ankündigen kann, eigentlich so by the way, ist, dass ich bereits mal so ein Infovideo rausgehauen, von wegen Super Smash Bros. Gibt es eine Demo zu kaufen. Die Demo gratis herunterzuladen. Ab dem 19. September kann man die gratis herunterladen im eShop. Ist aber so, dass man die Demo, die man einfach so herunterladen kann, wenn so zum Angebot steht, die ist ja ein bisschen begrenzt. Also sprich begrenzt in der Hinsicht, dass du halt nur 30 Mal das Spiel starten kannst. Und Smash-Modus, glaube ich, war. Du kannst nur 30 Mal irgendwie kämpfen, danach geht's nicht mehr. Finito. Ja. Natürlich, wenn du schon ein bisschen Fieber warnbringen müssen, so ein bisschen scheiße. Willst du noch ein bisschen mehr zocken als nur 30 Mal? Das habe ich also gemacht. Ich habe da dann von Nintendo aber irgendwie so einen Download-Codes bekommen, 4 Stück insgesamt. Einen habe ich halt natürlich auch selber gebraucht und 3 Stück habe ich ja euch dann geschenkt in einem kleinen Wettbewerb. War das damals so. Genau, jetzt haben wir uns gedacht, das Einstieg dazu, weil ich krieg das Originalspiel. Dankeschön. Wir sind bereits auf dem Weg, das heißt, wir müssen per 1. Oktober privat bereits zocken können. Ne, wenn es zweiter war. Zweiter war es. Ja, okay, auf alle Fälle kommt am 3. Oktober dann der erste Part raus. Das dürfte Mittag um 1 sein, war. Kann man sagen. Ja, neue Projekte um 1 Uhr, genau. Kommt der erste Teil davon und wird dann vermutlich sogar am Donnerstag, schon am 2. Oktober, noch ein paar Nuller rausbringen, damit der Demo noch ganz kurz, um die ein bisschen zu präsentieren und so. Zeigen, was kann ich überhaupt, was ist so geil daran, wieso soll man sich das Teil trotzdem herunterladen, obwohl es hier nur 5 Kämpfer zur Auswahl, nur eine Arena, etc. etc. Und vor allem, auf was ihr euch natürlich schon alles freuen könnt. Oh Mann, ganz ehrlich, es gibt so viele geile Let's Plays, die man online zocken könnte und ich muss dann irgendwie noch meinen. Ja, macht einen Fehler jedes zweite Mal, unglaublich. Na toll, jetzt kommt der Stern hinter mir her. Hau ab, ich will dich nicht, ich komme an Ausgebot der Hölle. Wow, jetzt bin ich ein bisschen schnell unterwegs, Alter. Wenn ich die Kurven schneiden muss. Was wollte ich gerade sagen? Und nicht flunkeln, ich habe keine Ahnung mehr. Macht sich auch nichts Wichtiges, wa? Yeah, yeah. Nee, war ich gerade. Wir hatten es gerade von Super Smash Bros., das weiß ich noch, und ich hatte irgendwie ein bisschen abgedriftet. Verdammt mich! Dann Demo hatten wir es noch, und 5 Charakteren und so, bla 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 bla. Ich bin gerade irgendwie stecken geblieben. Ah ja, genau! Jetzt weiß ich wieder, habe ich erwähnt, von wegen, dass ich. Oder wollte es gerade erwähnen? Na, 4. verdammt. Ich gewinne einfach nicht mehr, verdammt, sind alle besser als ich. Ja, vor allem ist Angel, ey. Wobei der fast so viele Punkte hat wie ich, da muss man. Sind alle mit dem gleichen Charakter unterwegs, war? Keiner mehr mit seinem eigenen Mi. Verrückt. Ja, was sagen wollte, etwas anderes auch schon längst starten wollte, bezüglich halt, Let's Plays und so. Weil ich hatte ja auch mal die Sims 4 und Diablo 3, die Ultimate Evil Edition und so gezockt, angezockt natürlich und gesagt, ja, davon kommt auch bald mehr und so. Ist immer die Frage, wie genau, mein neues Format, wollte ich auch schon längst mal starten, so im Sinne von Michaels G-Log und so, oder Games-Log, also irgendwas in der Art halt, weil V-Log wäre ein bisschen falsch vom Titel her. Livestreams natürlich auch in den Abend sagen, ja, mal 2 Stunden lang Diablo 3 zocken, dann 1 Stunde lang Sims 4, dann 1 Stunde lang könnt ihr entscheiden, was ihr zocken soll, einfach mal so in der Art ungefähr, war. Sind alles Ideen, die klingen schön, wunderbar, sind auch alle in der Schwebe oder schon mehr oder weniger ausgereift. Aber ganz ehrlich, man fehlt noch ein bisschen die Zeit. Weil entweder vielleicht mal Nachmittag frei, oder ein bisschen früher nach Hause gehen, dann zocke ich mal ein bestimmtes Let's Play. Zum Beispiel heute habe ich gerade irgendwie 5 Parts in Hyrule Warriors aufgenommen, war natürlich geil und so, aber wenn du schon viele Parts aufgenommen hast und weißt, ja, muss den nächsten Tag wieder aufnehmen und noch vorinkodieren und so, hast du am Abend relativ wenig Bock, noch mehr zu machen. Na sonst, wenn ich halt irgendwie einen Tag durch bis, ja, sagen wir morgens um 8 bis abends 5, 6 arbeiten muss, komme ich abends nach Hause,
denke mir so, ja, so ein bisschen Abendessen, vielleicht noch einen Sport gehen. Dankeschön, Leute, mal ein bisschen was erzählen hier, anstatt auf die Mütze kriegen. Ja, nehmen Sie was auf, vielleicht zwei, drei Parts, weil viel länger hast du gar keine Energie mehr. Dann noch Online-Parts aufnehmen und so und man hört es vielleicht raus, irgendwie fehlt die Zeit dazu. Nicht nur dazu, mir fehlt momentan auch komplett die Zeit, um endlich mal den Pokémon Eiskristall weiterzuarbeiten. Ich habe seit August nicht mehr dazu gekommen, das ist Wahnsinn. Das Einzige, was ich dort mal viel gemacht habe, war ein bisschen administrativ zu gucken. Wo muss ich was verbessern und so, womit fange ich wieder an? Auch da, Theorie und so, alles picobello, könnte eigentlich sofort loslegen, wenn ich bloß mal die Zeit habe. Ja, und dann ein bisschen verrückt, es wäre alles viel einfacher, wenn ihr damit YouTube mein Geld verdienen könnt. Dankeschön. Wobei natürlich die Frage, wenn ich mit YouTube Geld verdienen würde, wäre es wieder zwangsweise. Also ich sehe es bei anderen großen YouTubern, sage ich jetzt mal, solche ein bisschen mehr Abonnenten Zuschauerwerte haben. Man sieht es dort ja auch, oder? Die haben natürlich auch ihr eigenes Real-Life noch Dings. Und vielleicht kann man mal eine Zeit lang kommen irgendwie 5 Parts täglich. Und dann heißt es dann mal, ja, jetzt irgendeine Spieleflaute, kommen nur 2 oder 3 Parts täglich oder mal gar nichts, weil irgendwas los ist. Das ist auch immer schwierig, oder? Du kannst nicht immer auf alle eingehen und sagen, ja, das und das, das muss ich jetzt sagen, weil die Fans wollen das so. Und dann natürlich schnell mal die Frage, was will ich denn überhaupt? Als Let's Player, und da werden sie vielleicht viel ab und zu mal was anderes sagen, aber grundsätzlich ist es so und soll es auch so bleiben für ihn als Player. Egal, ob der jetzt auf Englisch Let's Play, Deutscher ist, Italiener, Schweizer, Österreicher, scheißegal welche Nation. Oh, wieder mal abgestürzt oder was? Eine fährt noch. Er fährt noch. Crazy. Ja, wie auch immer, es ist immer das gleiche Thema irgendwie. Und ich muss einfach irgendwie sagen, Hauptsache, der Spaß stimmt. Alles andere ist eigentlich Schnurzpiep, egal, ist einfach nur zweitrangig, sekundär, wie auch immer. Einfach der Spaß muss gegeben sein, weil sonst sitzt du einfach immer mal da und sagst, willkommen zum nächsten Part und so, wie geht's Leute, ja, wir sagen heute das und das. Das wäre kacke. Und natürlich gibt es auch sonst immer mal Tage, wo du denkst, ja, du willst jetzt aufnehmen und so, bist vielleicht ein bisschen heißer oder aber sonst klingt es ein bisschen verschnupft oder aber ganz dumm kann ich es nicht sagen, aber natürlich was auch gibt, dass einfach mal irgendwie halt down bist, vielleicht einen schlechten Tag hattest, in der Arbeit, privat oder so, kann es auch sein, mit der Freundin zerstritten hast, wie auch immer, mit Eltern was ist, wie auch, ja, ist scheißegal, wenn plötzlich mal einen Tag mal keine Parts kommen oder sonst irgendwas ist und du halt oder trotzdem aufnehmen willst, also vor allem das, ist das Problem. Du willst irgendwie aufnehmen oder denkst du so, ja, jetzt aber Bock, das Spiel zu zocken und so, macht dir einfach Spaß und merkst aber trotzdem, zum Kommentieren bist du jetzt nicht so gut aufgelegt. Und irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen müde und so, zocken wird gehen, aber aufnehmen, ne, eher weniger. Was machst du dann? Ja, kannst du doch sagen, ja, ich zwinge mich einfach zu, mal so einfach, trotzdem happy, locker, flockig zu kommentieren, klappt irgendwie schon. Ja, in der Regel klappt es auch, aber deswegen ist es richtig ist. Andererseits kannst du auch sagen, ja, ich sag einfach mal und kommentiere später nach. Das ist nicht unbedingt das. Sind wir zu dritt oder was? Toll. Geht natürlich auch, nur ist nicht. Also ich finde es nicht so das Wahre, ganz ehrlich. Wenn du irgendwie zockst und dann später noch irgendwie nachsynchronisieren musst. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen, aber wenn du einen Spezialpartner so etwas hast, das ist was anderes. Am alltäglichen Let's Play dann sagen, ja, kommentiere später noch nach, jetzt sag einfach mal drauf los. Das ist ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Ah ja. Muss natürlich jeder wissen, wie er will und wie es natürlich gefällt, etc. etc. Wuhu! Vielleicht damit vor allem eines sagen, dass wir gleich rausfliegen? Nee. Ich will vor allem eines damit sagen, dass generell ein bisschen schwierig ist. Natürlich immer so, wenn du eine bestimmte Leistung anbietet, auch wenn es jetzt im Volk gratis ist, oder auf YouTube Let's Plays zu gucken. Trotzdem bieten ihnen etwas an, oder? Und dann kommt natürlich schnell mal das Gefühl auf, ja, macht es regelmäßig und so, und plötzlich kommt einen Tag lang nichts. Was ist los? Wieso? Shitstorm. Ja, natürlich sind viele nicht so, die kapieren es mittlerweile. Es gibt aber auch immer noch so Stimmen, die sagen, nee, wieso? Das ist doch total kacke. Oder andererseits, was ja auch nachvollziehbar ist, wenn ein Let's Player irgendwie Let's Play angefangen hat, und es gibt Leute, die sagen, ja, das Spiel ist klasse. Und der Großteil sagt, nee, ich find's kacke. Und auch der Let's Player selbst denkt, mir gefällt's nicht. Und deswegen bricht das ab. Ja, was machst du dann? Als Fan sagst wo dir das Spiel gefällt, sagst du natürlich, Mann, mir gefällt das Teil, wieso machst du nicht weiter, du bist ein Arsch. Das Let's Player muss natürlich sagen, ja,
Hast du doch schon recht, ich hab's angefangen, müsste auch zu Ende spielen, es tut mir leid und so, aber es gefällt mir einfach nicht mehr. Natürlich doofer ist, wenn sie irgendwie einfach ein Let's Play anfängst, weil es nicht mehr keine Parts mehr kommen. Ohne Erklärung einfach mal so irgendwie sagen, Part 7, sagst du einfach mal, ja, haben es aufgenommen und so, aber keine Bock mehr. Einfach nichts mehr aufnimmst, keine Erklärung dazu, kein Abschiedsvideo, einfach nichts mehr machst. Das ist natürlich, ja, vor allem für die Fans ein bisschen doof dann. Ja, wie auch immer, natürlich jeder immer seine eigene Art und Weise, wie er damit umgehen will. Ah, Mann, jetzt hatte ich in der Hand noch, ja, hatte gehofft, ich hätte da einen Panzer bekommen, aber nee, es waren nur ein paar blöde Pilze, Alter. Kamikaze-Attacke. Geht's Alter überhaupt? Nein, das war natürlich clever. Lala, lala, so, also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, nicht wahr? Muss natürlich auch ab und zu noch sein, man merkt sich, ich kann kaum noch quatschen, liegt daran, dass ich, wie gesagt, heute ein bisschen so viel Hyrule Warriors aufgenommen habe. Ich müsste einfach ein bisschen langsamer reden. Oh, so eine gute Idee, Freunde. Wir machen noch ein Rennen jetzt. Ich hoffe, es sind ein paar mehr dabei. Die gleichen Teil wollen wir verarschen. Ja, naja, wird schon gut gehen. Machen wir Wario Arena. Zufällig. Ja, zufällig. So, es geht ja darum, als Let's Player will es natürlich auch immer weiterentwickeln. Einerseits, was halt Let's Play Stil anbelangt, sprich qualitätmäßig, dass man sagt, ja, Full HD, das ist schön und so, aber es geht natürlich auch höher. 2K, 4K. Gut, bei Konsolen-Let's Plays eher weniger, weil die unterstützen das noch nicht. Du kannst zwar hoch encodieren, das geht zwar schon, aber es bringt nicht viel, weil es sieht dann trotzdem auf dem 4K-Monitor trotzdem beschissen aus. Das ist natürlich das eine von spielerischen Qualitäten her. Andererseits natürlich, ja, dass du natürlich auch sagst, ja, du willst besser zocken und so, dass du heimlich trainierst, etc., etc., um mehr bieten zu können. Und dann noch der letzte Punkt ist halt qualitativ, was du überhaupt quatscht. Und deswegen zum Quatschen, ihr merkt, ich konzentriere mich gerade extrem aufs Reden, dass ich ein bisschen langsamer und deutlicher spreche. Ich bin jetzt gerade der Meinung, ich rede extrem langsam, man würde fast einschlafen bei dem, was ich gerade sage. Würde mich jetzt aber einfach mal ganz persönlich von euch interessieren, was denkt ihr, ist das, wie ich jetzt gerade momentan quatsche, ist das eine angenehme Sprechweise, sowohl von der Lautstärke, ja gut, Lautstärke sowieso, von der Sprechgeschwindigkeit her, aber auch von der Harmonik her, also sprich von der Stimmlage. Du kannst natürlich ein Spiel so kommentieren oder ganz normal kommentieren. Wobei, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich schlafe gleich ein mit dem Erzählerstil. Hier geht es vor allem darum, wie gesagt, man merkt es ja bei mir, vor allem wenn ich zu viel aufgenommen habe, aber auch generell eigentlich fast nie den Part merken, dass ich ab und zu mal irgendwie so ein Versprecher drin habe oder mal ein Wort verschlucke. Wenn ich halt selber. Ja, wenn man das selber quatschen, so jetzt gerade zum Beispiel, merke ich das weniger. Klar, wenn ich merke, verschlucke ich mich ein Wort. Das kann sein, aber wenn ich da nachher noch meine Partner mal ganz kurz anhöre oder mal zwischendurch gucke, ist alles synchron und so, stimmt alles mit der Textlage, dann merke ich trotzdem, ouch. Nee, ich merke nicht ouch, sondern ich merke halt, dass ich da irgendwie einen Versprecher drin hatte. Sprich, man hört mich nicht deutlich. Obwohl ich jetzt im Sagen, jetzt wenn ich da live kommentiere quasi, das Gefühl habe, ich spreche laut und deutlich, kommt es trotzdem Let's Play teilweise Parts vor, sich irgendwie ein Wort verschlucke, ohne dass ich es merke, während ich hier quatsche. Das ist etwas, was mich stört, was ich unbedingt beheben will, so schnell es geht, wenn es geht. Wenn es geht, dann schlecht. Ja, und deswegen jetzt gerade meine Frage, wie ist jetzt gerade meine, also jetzt gerade in diesem Rennen halt, wie ist da gerade, sag jetzt mal, mein Kommentierstil? Andererseits, wie gesagt, von der Geschwindigkeit her, von Deutlichkeit her, aber keine Wörter verschluckt, mache keine Fahrfehler, gut, das hat nichts mit Kommentieren zu tun, war aber trotzdem witzig. Einfach nur, damit ihr das auch mal, ja, damit ihr das auch mal gesagt habt und damit ihr wisst, ich bin dabei, stetig mich zu mühen, damit ich natürlich, wenn möglich, irgendwann sogar irgendwie perfekte Parts herausbringen kann. So. Zweiter von dreien fahren, das ist, ja, 0 Punkte, das ist etwa ziemlich aussagekräftig. Nun gut, wie man sei. Vielen Dank, sage ich jetzt nochmal, für das lange Warten. Vielen Dank für die lange Geduld. Wie gesagt, weitere Online-Parts von Naruto, von Dragon Ball, bald schon von Super Smash Bros. Die gibt es in den nächsten Tagen, keine Sorge, die kommen alles noch. Mario Kart 8 macht jetzt eine kleine Pause. Ich werde dann wieder in den nächsten Tagen wieder öfters bei PSN online sein, für die ganzen Freundesanfragen, Herausforderungen etc. etc. Hier bei Nintendo Network natürlich auch, dann bei Super Smash Bros. Auch und ja,
Wenn wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen und im Sinne von Mario Kart, bis im November und bis zum nächsten DLCs, nächsten Rennen, offline, online, wie dem auch sei. Bis dahin, ciao zusammen.